kurz gesagt, ist meine Grundmotivation, dass ich die Welt verbessern will, sozusagen. Also mir ist es auch ein Anliegen, dass Menschenrechte auf der gesamten Welt irgendwann mal gelten, was im Moment in eigentlich keinem Land vollständig gilt. Hello, my name is Paul, I'm from Belarus. I have just a cultural shock. My name is Julia, I'm from Ukraine and I'm really happy to be here. Das ist vor allem spannend, die anderen Teilnehmer kennenzulernen und die Teamer machen das auch wirklich so, dass man durch spezielle Diskussionen auch genau auf die Punkte gestoßen wird, wo es wirklich Differenzen gibt. Was sind Menschenrechte? Was bedeuten Menschenrechte für mich persönlich? Und wie sind sie überhaupt entstanden? Hallo, ich bin Sebastian und der Produzent von Speak Up, The Documentary. Und ich bin Johannes und ich bin der Kameramann und Cutter. Es ist ein paar Wochen her, da kamen die Organisatoren des Projekts auf uns zu. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch relativ wenig mit Menschenrechten zu tun gehabt, weil das in den Medien auch nicht so präsent ist. Umso beeindruckter waren wir dann, als wir diese Gruppe von jungen Menschen erlebt haben, aus der Ukraine, Belarus und aus Deutschland, mit wie viel Leidenschaft sie sich dieses Themas annehmen. Ja, vor allem auch um zu sehen, wie die verschiedenen Mentalitäten dieser drei Länder so ein bisschen aufeinander clashen und auch die Erfahrungen mit Human Rights bisher. Und es soll halt ein 30- bis 45-minütiger Dokumentarfilm draus werden, um auch ein bisschen Aufmerksamkeit damit zu erregen und das Thema wieder in die Köpfe zu bringen. Und leider brauchen wir dafür noch ein bisschen Geld. Genau. Um eine gewisse Qualität zu garantieren für den Film, müssen wir noch ein paar Leute hinzuziehen in der Postproduktion. Ja, es wäre toll, wenn ihr einen Beitrag leisten könnt dafür. Oder einfach bei Twitter oder Facebook teilen diese Aktion. Dann kriegen wir vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit und ein bisschen Geld. Das wäre schön. Ja. Ich denke, das Ziel dieses Seminars ist ja auch irgendwie, eine Kampagne zu starten und da aktiv zu werden, und deswegen habe ich mich auch angemeldet und ich würde gerne irgendwie was raustragen in die Gesellschaft von dem, was ich hier gelernt habe. Ist da schon auch eine relativ starke Verbindung entstanden, um auch wirklich an Projekten in nächster Zeit zu arbeiten? Also ich sehe da schon eine reelle Chance, dass da auch was geht. I think that yesterday some part of my identity changed and that means a lot to me. And they bring so much passion to it and they brought so much of their vision of the world that I was really moved, I was really touched with that. It's such a pleasant feeling and I really feel that you will be able to make the difference that you want to make in your community and in this world. So thank you very much. Wir haben leider keine Visa bekommen. Die haben mir keine Begründung gegeben und die haben auch gesagt, wir können jetzt nichts machen.